Und ja, hallo, ich bin's wieder und heute zeige ich euch einfach mal einen kleinen Trick, den ihr bei euren Minecraft-Kollegen anwenden könnt. Ich glaube, den kennt schon jeder. Wenn nicht, dann könnt ihr euch das gerne weiter reinziehen. Wenn ihr den schon kennt, zieht's euch trotzdem rein. Ich brauche das. Also, euer Kumpel kommt gerade mal so von meinen. Ich bin jetzt mal euer Kumpel so. Er hat gerade irgendwie Redstone gefunden oder so und ihr braucht das auf jeden Fall. Dann geht er hier zu der Truhe, die ihr ihm gebaut habt, damit er da seine Ressourcen reinlegen kann. Er packt seinen Redstone rein und plötzlich verschwindet es ganz langsam. Und ihr sitzt in diesem Nebenzimmer und schaut, wie es ganz langsam in eurer Truhe erscheint. So. Und ich zeige euch jetzt einfach mal, wie man das ganz easy nachbauen kann. Also, da sind jetzt diese Slabs drum. Das habe ich gemacht, weil wenn jetzt hier der Boden wäre, das ist ja jetzt so normaler höherer Boden, dann sieht man dieses Schwarze. Aber wenn man denn jetzt sowas macht, zack, sorry, wenn man die Tastatur so richtig laut knallen hört. Das ist echt scheiße. Dann sieht man das nicht so gut. Vor allem, wenn man dann normalerweise so steht. Dann denkt der vielleicht, das ist einfach nur Deko. Und ja, dann wäre dann... Dann könnt ihr hier noch... Also dann müsstet ihr hier noch eine Wand hin... Ups. Müsstet ihr hier noch eine Wand hinknallen. Damit man ja natürlich erstens mal die Trichter nicht sieht. Und zweitens... Damit ihr euch nicht die ganze Zeit hinter der Truhe rumlurchen sieht und dann halt den Verdacht schöpfen könnte, dass ihr das wärt. Ich denke, ihr findet das trotzdem heraus, weil er dann irgendwo im Haus gucken würde. Kommt drauf an, ob ihr ein großes Haus habt oder halt so ein kleines Haus. Ich glaube, wenn ihr so ein richtig fettes, eine richtig fette Villa in Minecraft habt, dann wird er sicherlich nicht überall gucken. Dann könnt ihr euch vielleicht auch noch so einen geheimen Raum bauen, wo dann das da reinfließt und ja, dann würde er es sicherlich nicht finden. Aber normalerweise findet man das dann auch ziemlich schnell. Ja. Eigentlich wollte ich irgendwas mit Redstone machen. Wie auch im letzten Part, aber im letzten Part haben wir den hier gebaut, ne? Die 2x2 Redstone-Pistentür. Und ich wollte euch nur noch mal so ein sowas Kleines zeigen, und zwar wenn man ein Glas nimmt, sieht das nämlich auch ziemlich nice aus. Kann man nämlich so. Und ich hoffe, dass das hier auch noch funktioniert. Please. Funktioniert? Sieht aber ziemlich dumm aus. Alter, wie scheiße das aussieht. Ist so halt einfach so ein halber Block. Damn. Ich glaube, ich belasse es bei dem Glas. Weil das, finde ich, ziemlich cool aussieht. So durchsichtige Türen. Das könntet ihr vielleicht benutzen. Weil immerhin... Handy halt die Fresse. Weil immerhin kann man ja auch noch diese Pisten sehen. Und dann könntet ihr es vielleicht irgendwie für so ein Hightech irgendwie sowas benutzen. Also zum Beispiel ein Labor oder so. Oder vielleicht irgendwie ein modernes Haus oder ein Redstone. So ein Redstone-Haus. Dann wäre das eigentlich ziemlich cool. Und ja, ich wollte nur mal gucken, wie das dann halt so aussieht. Das Glas kenne ich schon, sieht cool aus, aber diese Glasscheiben nicht so wirklich. Ich will diese Welt irgendwie darauf basieren, dass ich hier verschiedene Mechanismen auf YouTube hochlade und dann zeige, wie die gebaut werden. Und wie das hier funktioniert, kann ich mich auch mal kurz erklären, wenn ich denn hier mal kurz Licht hätte. So, also die Trichter haben hier so kleine Zümpfel, keine Ahnung, wie man das nennt. Und zwar, die Truhe ist an diesen Trichter angeschlossen. Und dieser
Zümpfel, nenne ich ihn jetzt einfach mal, leitet das in den nächsten Trichter um. Und der hat wiederum auch einen Zümpfel und der leitet das in den nächsten Trichter um. Und dieser hat auch so einen Zümpfel und leitet das in den nächsten und dann nochmal und nochmal und so weit wie ihr wollt. Aber dann geht das halt nicht so schnell, weil die brauchen ja auch einen gewissen Zeitraum, bis zum Beispiel ein Dia von dem nach da kommt oder von da nach da kommt. Das braucht dann halt auch noch ein bisschen länger. Und wenn ihr das dann halt bis nach, keine Ahnung, da hinten bis an den Horizont da baut, dann dauert das natürlich auch länger. Aber diese Zümpfel sind dann irgendwann an dieser Tor angeschlossen. Und das heißt, das wird direkt in die Tor geleitet. Und vielleicht dann halt in euren Raum, in euren versteckten Raum. Es muss ja nicht unbedingt eine Falle sein, es kann ja auch vielleicht irgendwie so ein Schnellablageding sein, dass man vielleicht irgendwie mehrere Truhen daran anschließt, keine Ahnung, ich weiß nicht. Aber dass man vielleicht irgendwie eine Truhe hat und die dann die Sachen dann da reinwirft und dann das direkt in den Lagerraum reinkommt. Halt einfach nur so als schnell, so zum Schnellmachen, vielleicht könntet ihr das auch bei eurer Farm einbauen. Das wäre auch eine gute Idee. Vielleicht irgendwie, wenn man gerade abgefarmt hat, dass man das dann wieder einpflanzt und den Rest dann in diese Trichter, also in diese Truhe da hinten reinpackt und das dann direkt in euren Lagerraum gebracht wird. Das wäre auch eine Idee. Und ja, war wieder ein kurzes Video. Aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Like da, eine Bewertung in den Kommis, wäre gut. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!